Mit Forza 7 geht es nach mittlerweile über 12 Jahren in ein weiteres Kapitel der realistischen Rennspielserie Forza Motorsport. Und genau wie bei der Suche nach dem optimalen Setup eines Rennboliden, begeben sich auch hier die Entwickler der Turn 10 Studios auf die Suche nach immer weiteren Möglichkeiten des Fortschritts der Serie. Und dabei wird an so ziemlich jeder Schraube gedreht, die sich nur drehen lässt. Ob es den Entwicklern gelungen ist, mit Forza 7 hier das optimale Setup für Motorsportfans zu finden, das erfahrt ihr in unserem Review gleich nach dem Intro. Im Jahr 2005 ging die Erfolgsgeschichte der Forza Motorsport-Serie los und seitdem wurde die Serie mit zahlreichen Auszeichnungen als realistisches Rennspiel auf einer Spielekonsole ausgezeichnet. Schnell sollte klar sein, dass man auch mit dem neuen Ableger Forza 7 einen qualitativ hohen Standard erwarten darf. Die Frage, die sich viel eher stellen lässt, können die Turn 10 Studios die Wünsche und Bedürfnisse der Motorsport-Fans stillen? Fangen wir aber zunächst ganz vorne an. Starten wir Forza 7 zum ersten Mal? Dürfen wir uns auch zugleich zum allerersten Mal für ein virtuelles Ego entscheiden. Ob Mann oder Frau und welchen Rennanzug bleibt dabei uns überlassen. Ist dies geschehen, befinden wir uns recht schnell in einem übersichtlichen Menü, wo uns allerhand an Optionen zur Auswahl stehen. Hier bleiben fast keine Wünsche offen. Egal ob freie Fahrt, in der wir uns unsere eigenen Rennen zusammenstellen können, der altbekannte Forza Drivers Cup, wo es darum geht, sämtliche Pokale abzuräumen und dabei unser Level zu steigern und unseren Fuhrpark zu erweitern, der lokale Multiplayer, wo es sogar möglich ist, zu zweit via Splitscreen am TV zu zocken, oder auch der gute alte Online-Multiplayer-Modus, wo wir uns gegen Motorsportfans auf der ganzen Welt messen können. Mit 700 Fahrzeugen, davon einigen exklusiven Editions der Forza-Reihe, ist der Umfang sehr groß. Eine der ganz großen Stärken der Forza Motorsport-Serie ist die Zugänglichkeit für Anfänger und zugleich auch Komplexität für erfahrene Motorsportfans. Niemand fühlt sich dabei wirklich groß unter- oder überfordert. Den Turn 10 Studios ist hier ein nahezu perfekter Mix aus beidem gelungen. Doch was macht Forza 7 nun besser als sein Vorgänger? An welchen Schrauben haben die Entwickler nun gedreht, außer den Fuhrpark zu erweitern? Fangen wir zunächst beim Belohnungssystem an. So wurde uns beim Levelaufstieg zuletzt in Forza 6 eine Art Lostombola vorgesetzt, wo man per Zufallsprinzip seine Prämie zugeteilt bekam. Zwar sollte man bei Prämien nie meckern, wenn es sowieso schon etwas umsonst gibt, aber wenn man es sich auch noch aussuchen dürfte, wäre das schon ganz nett. Und genau das dürfen wir nun auch. Egal ob kompletter Rennanzug, Credits, welches die Ingame-Währung ist, oder auch Fahrzeuge, wir bestimmen jetzt, was wir zur Belohnung bekommen. Auch gibt es nach wie vor Mods, mit denen wir einige Extras erhalten, wie zum Beispiel 30% mehr Credits oder eine erhöhte XP. Diese erhalten wir nun aus Lootboxen, welche je nach Größe und Kategorie auch schon einmal legendäre Anzüge, Mods oder sogar Autos beinhalten können. Will man seinen Fuhrpark erweitern und im Level aufsteigen, ist hier die Langzeitmotivation definitiv für einige Stunden gewährleistet. Doch das war noch längst nicht alles. Auch der Regen und die Nacht sind nun zurück, welche als wichtiges Rennelement in Forza 6 debütierten. Doch diesmal gibt es dynamische Wetterbedingungen. So kann Petrus die Himmelsschleusen von einem Augenblick zum nächsten öffnen und wir sehen uns plötzlich einer weiteren Herausforderung gegenübergestellt. Dies lässt die Rennen viel lebendiger und realer erscheinen. Eine wirklich willkommene Neuerung ist die Möglichkeit, eine wirklich individuelle Playlist an Fahrzeugen zu gestalten. Nun muss ich keine Angst mehr haben, dass in Indianapolis zwischen Indycars plötzlich Niki Lauda mit seinem 76er Ferrari aufkreuzt. Trotz der Fahrzeugklassen S, R, P, X und so weiter, hatte es bis jetzt in der Vergangenheit nie so wirklich geklappt, wie es gewünscht war. Jetzt allerdings kann ich einstellen, ob ich Formel E, Indycar oder auch die Le Mans Prototypen fahren möchte, welche als Forza P1 Playlist hinterlegt sind. Und als ob das noch nicht genug wäre, darf ich sogar noch das Erscheinungsjahr der Fahrzeuge selektieren.
Möchte ich also den Audi R18 e-tron von 2012 nicht in Le Mans dabei haben, stelle ich einfach die Jahreszahl von 2014 bis 2017 ein. An dieser Stelle vielen Dank, Turn 10. Darauf habe ich wirklich Jahre gewartet. Auch Rennen auf Zeit bzw. Langstreckenrennen sind bis zu 4 Stunden möglich. Wer lieber nach Runden statt nach Zeit fährt, darf hier maximal 50 Runden pro Rennen drehen. Auch in Sachen Grafik und Darstellung wurde noch einmal ordentlich poliert. Forza 7 sieht sogar ohne 4K und HDR wunderschön aus. Flüssige 60 FPS sorgen gerade beim wirklich runden und geschmeidigen Gameplay für einen Hochgenuss. Mit der Xbox One X wird das Geschehen auf dem TV wohl noch etwas schöner werden. Doch leider ist nun der Moment gekommen, wo wir nach vollem Highspeed der Euphorie auch auf die Spaßbremse drücken müssen. Denn um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ob die Turn 10 Studios das optimale Setup für Motorsportfans gefunden haben, muss ich leider sagen, noch nicht. Leider sind die Boxenstopps nach wie vor ausbaufähig. Zwar bekommt der Spieler eine nette Infografik, auf der man sieht, wo sich die Konkurrenten auf der Strecke befinden, aber nach wie vor existiert keine Boxencrew. Man hört Schlagschrauber, aber sieht keinen Reifenwechsel. Ich brauche hier nicht zwangsläufig FIA-Regularien, à la 2 Minuten Boxenstopp-Regel wie bei Langstreckenrennen, aber eine ordentliche Animation der bereits vorhandenen Boxenstopps wäre wünschenswert. Hier sehe ich noch Luft nach oben für mögliche Nachfolger. Auch wäre die ein oder andere lizenzierte Meisterschaft, wie zum Beispiel die WTCC oder Formel E, wünschenswert. Okay, aber das ist dann eher ein persönlicher Wunsch. Zum Schluss darf aber ruhig wieder etwas auf das Euphorie-Pedal getreten werden. Denn auch soundtechnisch macht Forza 7 eine absolut gute Figur. Die Motorensounds wirken stimmig und im Menü bekommen wir einen netten Soundtrack spendiert. Alles in allem ein wirklich tolles Rennspiel, welches seinen hohen Standard wirklich gerecht wurde. Kann ich Forza 7 empfehlen? Aber sowas von. Man hat definitiv an den richtigen Schrauben gedreht. Leider hat man noch längst nicht alle nötigen gefunden und optimiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Turn 10 Studios genau darum in naher Zukunft kümmern werden. Zum Schluss möchte ich mich ausdrücklich bei Microsoft für die Bereitstellung eines Exemplares bedanken. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Ich bin Gerrit von GameContrast.de. Ich bin raus und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.